Willkommen zur guten Minute. Inzwischen ist jeder Tag Gedenktag für irgendetwas. So auch der 22. März. Heute ist der internationale Tag der Seehunde. Heute ist Tag des Faulenzens. Heute ist der We Love Broccoli Day. Kinder, Brokkoli! Endlich wieder Brokkoli! Von großer Bedeutung der Weltwassertag. Er gemahnt daran, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser benötigen. Unsere gute Minute gibt es nur alle 2 Tage, so wurde der 21. März übersprungen. Gestern war nicht minder bedeutend der Tag des Waldes. Das ist dieser Lohn und so soll es auch bleiben. Für mich ist dieser Tag immer auch Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Der 336., kein rundes Jubiläum, aber der Leipziger Thomaskantor gilt als Ursprung und Vollender aller Musik. Ja, er wurde gar als 5. Evangelist tituliert. Er ist mir jedes Jahr bedeutsam. Was wären wir ohne Bachs Musik? Ich weiß, nicht jeder Grunge-Fan findet Bach mega krass. Aber gib ihm eine Chance, damit ihr euch kennenlernt. Bachs Musik ist von Gesetzen durchdrungen und doch fließt sie so kunstvoll. Gerade diese Ernsthaftigkeit gibt mir ein stabiles Wertekorsett. Wer sich für Bach, ja auch für seine Strenge öffnet, durchdringt seine Musik immer mehr. Eben kein pappiges Weißbrot, Schwarzbrot, nahrhaft für ein ganzes Leben. Ein Sänger aus unserer Kantorei hat das Weihnachtsoratorium 55 Mal gesungen und hat nicht genug. Viele Musiker teilen diese Werte. Sie studieren Bachs Werk, auch wenn sie eigentlich im Jazz und Pop zu Hause sind. Jacques Lussier, Jethro Tull, Uri Caine und viele andere haben Bachs Musik mit neuen Interpretationen, aber auch grundlegend neuen Ideen in unser Leben gebracht. Gospelmusiker adaptieren seine Motive. Bach ist nicht tot zu kriegen. Vor der Karwoche vermissen nun Menschen eine Aufführung der Bachschen Johannes- und Matthäus-Passion. Viele Gläubige brauchen diese Wegweiser als sinnlich-geistlichen Übergang von Karfreitag zum Osterfest. Bach selbst war frommer Mensch. Er wollte einfach dienen. Dem höchsten Gott allein zu ehren, dem Nächsten draus sich zu belehren. Soli Deo Gloria steht unter jedem Werk. Er widmet es in Demut seinem Schöpfer. Wir dürfen Gott dankbar sein für das Geschenk Bach, für das Geschenk seiner Musik. Sie tröstet, erbaut und verbreitet überbordende Freude. Sie hat alle Zeit überlebt. Wenn die Thomaner in Buenos Aires oder in Tokio singen, sind die größten Theater dreifach ausverkauft. Bach selbst ist überzeugt, bei einer andächtigen Musik ist alle Zeit Gott mit seiner Gnaden gegenwärtig. Und was sagt das Genie Albert Einstein zu Bach? Hören, spielen, lieben, verehren und das Maul halten. Alles klar, Chef.